Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Aufkurs-Nachhause-Box von Prinz Pi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aufkurs-Nachhause von Prinz Pi aus dem Jahr 2014. Das Ganze ist ein Live-Album, denn das eigentliche Album, hier sehen wir es nochmal abgedruckt, Kompass ohne Norden, ist 2013 erschienen und dann gab es entsprechend eine Tour zu diesem Album und auf dieser Tour, während dieser Tour, nach dieser Tour, wie auch immer, ist dann dieses Album hier entstanden, nämlich Kompass ohne Norden bzw. Auf Kurs nach Hause. Und hier lesen wir darunter noch Featuring Du, was das zu bedeuten hat, dazu kommen wir gleich. Wir haben eine ziemlich große Box, also so eine typische Vinylbox, relativ flach, quadratisch. Hier unten links haben wir einen FSK 16 Aufkleber, der uns darüber aufklärt, dass wir hier auch noch Filmmaterial bzw. eine DVD vorfinden werden. Und hier haben wir Prinz Pi mit Haube und Sonnenbrille groß abgebildet, das Ganze mit einem weißen Rahmen. Hier auf der unteren Seite lesen wir Prinz Pi. Rechts lesen wir nochmal den Albumtitel, oben Prinz Pi und auf der linken Seite wieder Kompass ohne Norden featuring Du. Auf der Unterseite lesen wir auch das nochmal, den Albumtitel und den Interpreten. Oben rechts haben wir dann auch noch einen Barcode und die Credits ganz unten. Gut, nachdem wir das alles zur Kenntnis genommen haben, werfen wir mal einen Blick hinein. Vielleicht dazu noch ganz kurz was, das hier ist ein Sticker, bedeutet man kann diesen dann abnehmen und dann ist die Optik entsprechend nicht mehr so beeinträchtigt. So, sieht doch gleich besser aus. Wir machen den Deckel mal ab. So, so sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt mit dabei, dann haben wir einen Sticker, zwei Sticker und eine Autogrammkarte. Alles so im Format A6 müsste das sein, also Postkartenformat. Und dann haben wir einmal das Album auf Vinyl. Ich mache mal kurz die Box zur Seite. Und zwar haben wir hier einmal das Album auf Vinyl in so einem Gatefold zum Aufklappen. Und zusätzlich dazu haben wir noch hier so ein Buch, so ein sogenanntes Earbook, in dem sich dann auch noch die CDs befinden, beziehungsweise die DVD. Gut, nachdem das Album sich hier drinnen befindet, würde ich sagen, wir starten mit diesem Earbook. Das Cover ist ident wie das von der Box. Auf der Seite lesen wir wieder Prinz Pi, Kompass ohne Norden, Auf Kurs nach Hause, Earbook Edition. Und auf der Rückseite haben wir dann die Infos darüber, was sich in diesem Earbook befindet. Und zwar lesen wir hier, Auf Kurs nach Hause Earbook. Im Earbook gibt es alle Fotos von den Städten, mit denen wir Features aufgenommen haben und ein paar Fotostrecken mit Bühnenfotos und aus dem Backstage. Auf Kurs nach Hause DVD. Die DVD enthält einen hinter den Kulissen Film über die Kompass ohne Norden Tour 2013 bis 2014 und alle Videos zum Kompass ohne Norden Album. Sehr gut. Also wir haben hier eben Nummer 1, Kompass ohne Norden, den Tourfilm. Und dann haben wir insgesamt 5 Videos, also 5 Video-Auskopplungen. Dann haben wir hier die Tracklist des Live-Albums, das hier auf CD. Und dann haben wir hier noch das Berlin-Konzert auf DVD mit diesen 25 Tracks, die dort gespielt wurden. Sehr schön. Dann schauen wir mal hinein. So, es ist ziemlich gut gefüllt, dieses Buch. Und zwar haben wir hier die ganzen Infos zu den einzelnen Tracks. Und zwar, da kommen wir jetzt zu diesem Featuring Du, war es so, dass auf dieser Kompass ohne Norden Tour in den einzelnen Städten Prinz Pi eine Remix-Version gemacht hat. Und zwar gab es eben pro Stadt einen Track und da wurden dann eben die Leute aus dem Publikum auf diesen Track mit eingebaut. Bedeutet, hier sehen wir es, Fähnchen im Wind, in dem Fall mit Köln, Moderne Zeiten mit Leipzig, Kompass ohne Norden in Hamburg, Frühstücksclub der Totendichter in Wiesbaden, 100 Mal
in Osnabrück, Glück in München, Säulen der Gesellschaft in Konstanz, Rost in Wien, asoziale Kontakte mit Stuttgart, die letzte Ex mit Köln, unser Platz mit Saarbrücken, schiefe Pyramiden mit Würzburg, dumm mit Bremen und auf Kurs nach Hause ist ein Bonustrack. Gut, dann haben wir hier die einzelnen Seiten mit schönen Schwarz-Weiß-Fotografien und Aufnahmen. So sieht das aus. Also jede Menge Eindrücke von und abseits der Bühne. Schön gemacht. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, ob wir hier noch was anderes haben. Nein, also es ist wirklich durchgehend mit Fotos und dann zum Ende hin haben wir dann hier noch auf einer Doppelseite die Credits zum Album. Und hier auf der letzten Seite finden wir dann noch die drei CDs bzw. DVDs. Und zwar haben wir hier einmal die CD, das Album Auf Kurs nach Hause. So sieht das aus. Gefällt mir richtig gut, weil das in so einer Vinyl-Optik ist, also man kann das auch hören. Das sind so extra auch Rillen drinnen, wie bei einer Vinyl. Gefällt mir echt gut. Rückseite glatt schwarz, sehr schön gemacht. Und hier lesen wir auch eben, das ist die Album-CD. Dann haben wir hier die Berlin-Konzert-DVD. Diese sieht so aus. Hier ist auch der 16er nochmal drauf, also dieser DVD haben wir den 16er zu verdanken. Und auf dieser hier, Auf Kurs nach Hause DVD, haben wir ebenfalls einen 16er angebracht. So sieht dann diese DVD aus. Gut, so viel zum E-Book. Dann machen wir gleich weiter mit der Vinyl an sich. Also auch diese hier mit dem Cover, das wir schon kennen. Die Seite wieder beschriftet mit Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir wieder dieses Logo hier. Hier haben wir ein Gatefold zum Aufklappen und hier haben wir auch nochmals alle Tracks mit diesen Fotos mit dabei und natürlich der einzelnen Stadt vermerkt. Vielleicht noch ganz kurz zu den Features. Es gibt auf dem ganzen Album genau, ich glaube, ein oder zwei Features nur. Und zwar haben wir hier den Track 100 Mal featuring E-Rich. Ansonsten ist hier kein Feature mit dabei. Gut, dann schauen wir uns mal das Ganze von innen an. So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir unter anderem ein paar Textzeilen. Dann haben wir hier in der Mitte diese Doppelseite, schön Prinz Pi vor der Menge stehend mit einem Sons of Anarchy Shirt. Und ganz auf der rechten Seite haben wir dann nochmals Impressionen aus dem Publikum, aus der Crowd. Gut, dann werfen wir mal einen Blick auf die Vinyl. Wir haben hier zwei Vinyls drin. Die kommen in einer weißen Papierhülle. Das ist die erste Vinyl. So sieht das aus. Grün und weiß in der Mitte. Wir haben hier die vier Tracks aufgelistet. Die Vinyl klassisch in schwarz. Seite A. Dann haben wir hier die B-Seite. Machen wir die Vinyl mal wieder rein. So. Und dann haben wir noch eine zweite Vinyl hier auf der rechten Seite. Und zwar sieht die so aus, also genauso wie die erste. Das ist in dem Fall die C-Seite und dann hier noch die D-Seite. Gut, das war es soweit mit der Vinyl. Wir packen auch diese wieder in die Hülle, in die Papierhülle und dann hier wieder in diese Tasche. Gar nicht so einfach, die da reinzubekommen.
Jetzt hat Vinyl einen Abgang gemacht, ohne Papierhülle. So soll das natürlich nicht sein. So, einmal probieren wir es noch. Ansonsten lege ich die derweil einfach mal auf die Seite. Und zwar ist diese Hülle hier irgendwie etwas eng. So, aber jetzt. So. Ja, ich lasse das derweil mal zur Seite. Gut, und dann haben wir noch diese beiden Sticker hier mit dabei. Und zwar einmal diesen hier, den wir schon von der Vinyl-Innenseite kennen. Prinz Pi auf der Bühne vor dem Publikum. Und dann diesen hier, keine Liebe in Weiß und Schwarz. Plus einer Autogrammkarte. Die sieht so aus, auch in Schwarz und Weiß gehalten. Prinz Pi mit weißem Stift unterschrieben. Und auf der Rückseite lesen wir auch wieder Albumtitel plus Albuminterpret. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Das Shirt in Grau gehalten und hier haben wir Prinz Pi auf der Bühne stehend. Und hier lesen wir auch wieder auf Kurs nach Hause Prinz Pi Kompass ohne Norden featuring du. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. Und das Ganze ist 90% Baumwolle und 10% Polyester. Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das graue Shirt mit diesem riesen Aufdruck, der sich hier von der Brust bis runter zum Bauch zieht. Hier lesen wir dann wieder auf Kurs nach Hause. Prinz Pi, Kompass ohne Norden, featuring du. Und hier haben wir Pi auf der Bühne stehend und vor ihm erhobene Hände der Crowd. Ist ein echt interessantes Motiv, passend zu diesem Live-Album, so ein Eindruck seiner Live-Show und wie auch schon das Artwork des Albums relativ schlicht gehalten. Grau, schwarz und weiß, aber alles in allem ein schönes Shirt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann dieses E-Book inklusive jeder Menge Fotos und natürlich CD plus den beiden DVDs. Dann die Doppelvinyl, die unterschriebene Autogrammkarte und natürlich die Sticker. Das alles in dieser wunderbaren Box auf Kurs nach Hause von Prinz Pi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Prinz Pi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.